weil sie sich irgendwie übergriffig fühlt oder einfach sehr katholisch erzogen ist, sehr prüde erzogen ist oder sonst wie, keine Ahnung, da Ressentiments hat. Dann kommen Sexualhormone, die ja normalerweise einen Endorphinausstoß verursachen würden im Gehirn, mit blockierenden Stresshormonen zusammen in unser Gehirn. Und wir lernen, Sexualität ist eigentlich eine schöne Sache, aber irgendwie dann doch nicht. Das ist ein Lernprozess, den wir dann im Laufe unserer Erziehung immer mehr antriggern. Das heißt, durch eine übertriebene Reinlichkeitserziehung wird dieser Eindruck, dass Sexualität eine schlimme Sache ist, dass dieser Bereich da unten tabuisiert ist, immer mehr bestätigt. Da heißt es, na, nimm mal die Finger aus der Hose, du Ferkelchen, und guck da nicht so hin, du Schwein, und so weiter. Und dadurch lernst du mehr und mehr, dass deine sexualhormonproduzierenden Drüsen am besten nicht funktionieren sollten. Du verstopfst sie dann mit Stresshormonen und das sorgt dann bei Männern zum Beispiel für Prostatakrebs. Du lernst einfach, meine eigene maskuline Sexualität ist eine Bedrohung, gibt nur Ärger, Ärger will ich vermeiden, also richtest du den Ärger nach innen. Das kriegst du bei Naturvölkern nicht. Die haben keinen Prostatakrebs. Die haben ja noch nicht einmal Wechseljahresbeschwerden, diese Naturvölker. Von wegen Hitzewallungen und Schweißausbrüche. Das kennen diese Frauen nicht. Aus dem einfachen Grunde, weil diese Wechseljahresbeschwerden kein Naturphänomen sind. Das ist eine Zivilisationskrankheit. Du hast einfach nur die Erfahrung gemacht, dass sich keine Sau mehr braucht als Frau. Du bist abgemeldet als Frau mit 50. Du brauchst jetzt keine Kinder mehr zu kriegen und den Blödmann da an der Backe, den hältst du die nächsten 30 Jahre auch noch aus. Du produzierst einfach nicht mehr genug weibliche Hormone. Und dadurch kriegst du halt diese ganzen Probleme. Das kriegt man wieder rückgängig gemacht. Indem ich dir mal erkläre, worin eigentlich die Stärke der Femininität besteht. Das wissen die wenigsten Frauen. Was ist denn überhaupt Femininität? Naja, Miniröckchen, Pferdeschwänzchen, rosa Lippenstift, nein, das ist kindlich. Kinder wachsen so schnell, dass die Röcke ständig zu kurz sind. Femininität sind Eigenschaften wie heilen. Heilen. Zu wem laufen denn die Kinder, wenn sie sich das Knie aufgehauen haben? Zum Papa? Quatsch, zur Mama. Und was macht die Mutter? Näht die das zu? Blödsinn. Die sagt, Schätzchen, alles gut. Alles wird gut, heile, heile Segen. Und dadurch entstresst sie das Kind. Und ohne Stresshormone kann der Körper von ganz alleine heilen. Den müssen wir nicht dazu überreden, dass er heilt. Der Körper versucht, ab Zeugung 120 Jahre alt zu werden. Und zwar kerngesund dabei auch noch. Es gibt ja viele Alternativmediziner, die sagen, ja, und wir müssen die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren. Blödsinn, du musst deine Selbstheilungskräfte nicht aktivieren, du musst aufhören, sie zu sabotieren. Stresshormone sorgen dafür, dass du... Danke. Stresshormone sorgen dafür, dass etwas nicht funktioniert im Körper. Dafür sind die ja da, das sind die inneren Stoppschilder gewissermaßen. Die sagen, halt, Moment, hier droht Gefahr. So, heilen ist eine feminine Eigenschaft. Interpretieren ist eine feminine Eigenschaft. Interpretieren bedeutet sowas ähnliches wie extrapolieren, Gedanken lesen, wenn wir es mal ein bisschen kryptisch ausdrücken. Eine Frau, die muss doch sofort wissen, warum ihr Kind weint. Ein Mann hört nur, dass das Baby weint. Und eine Frau sagt, gib her, du Blödmann, es ist nass, das hört man doch. Nein, das hört Frau. Das kann jede Frau interpretieren. Das ist natürlich für uns Männer der größte Albtraum, dummerweise, weil wir das nicht können. Ja, wir interpretieren nicht. Das hassen Frauen wie die Pest. Da sagt die Frau, du Schatz, ich habe mir im Schaufenster mal dieses rote Kleid angeschaut. Und der Mann interpretiert nicht. Er sagt, ja, okay. Und weil er nicht interpretiert, sagt er, du Schatz, ich habe mir mal den Katalog von diesem Porsche bestellt. Und die Frau interpretiert und sagt, wir haben da doch gar kein Geld für. Und der Mann sagt, der Katalog war umsonst. Das weiß aber leider keiner, dass Frauen interpretieren können und Männer das erst mühsam erlernen müssen. Wir dürfen nicht interpretieren, sonst haben wir nämlich ein Problem. Wir dürfen auch dieses wahnsinnige Mitgefühl, was Frauen brauchen, um herauszufinden, was ist denn mit dem Baby los, ganz genau. Will es nur seine Stimme ausprobieren oder hat es gerade Hunger oder hat es irgendein anderes Problem? Das dürfen wir nicht, weil wenn wir interpretieren und
und so zu sehr empathisch sind, dann würden wir mit unserer Keule zwar in den Wald gehen, um Bambi eins drüber zu ziehen, wir würden aber denken, oh, das arme Bambi, kannst du nicht machen. Dann kommen wir ohne Bambi nach Hause und dann haben wir ein Problem. Das heißt nicht wir, sondern unsere Sippe. Das wird uns aberzogen. Es wird uns aberzogen, zu verstehen, dass andere anders sind, dass Frauen nun mal keine Männer sind. Und eine weitere feminine Eigenschaft, die euch aberzogen wurde, ist regieren. Regieren ist eine weibliche Eigenschaft, keine männliche. Herrschen ist männlich. Herrschen bedeutet Druck ausüben. Und in diesem System sind wir ja, in diesem Ich bin der Herr, dein Gott. Und du sollst dies und das und jenes. Und wehe, du tust das nicht. Herrschen ist irgendwie maskulin. Das heißt, ein Konzern, der maskulin herrscht, der seine Mitarbeiter unter Druck setzt und sagt, wenn du nicht spurst, dann wird es was. Der läuft in der Gefahr, dass wenn der Druck wegfällt, die Mäuse auf dem Tisch tanzen. Ich habe als Student in einem solchen Konzern gearbeitet, sehr großer Konzern, und das war steil hierarchisch. Da gab es den Obermotz, den Untermotz und der Rest waren Arschlöcher. Wenn aber mal wieder einer von Ober- oder Untermotz wegen den üblichen Herrscherkrankheiten im Krankenhaus lag, Herzinfarkt, Schlaganfall, Magengeschwürdurchbruch und so weiter, dann gab es auf der Ebene der Arschlöcher organisierten Stempelkartenbetrug. Da sammelte einer morgens die Stempelkarten ein und die anderen konnten eine Stunde länger schlafen. Das wird dir in einem Regierungssystem nicht passieren. Da gibt es einen anderen Konzern im Ruhrgebiet, einen Modekonzern, und die Chefin regiert. Das heißt, die hat Mitarbeiter, die sich mit ihr identifizieren. Und wenn sie irgendwie für Wochen auf einer Modemesse ist, nicht im Büro ist, wird in dem Laden genauso weitergearbeitet, als wäre die Chefin da. Regieren. Königin Kleopatra war eine Regentin. Die hat nicht mit der Peitsche die Leute an die Arbeit geprügelt, sondern die hat mit der wichtigsten Droge der Welt regiert. Die wichtigste Droge der Welt ist nicht LSD, ist auch nicht Alkohol, ist noch nicht mal Sex, ist Anerkennung. Die hat einfach gesagt, du bist doch Architekt, kannst doch tolle Häuser bauen, kannst du nicht auch Kornspeicher bauen? Und der Architekt sagt nicht, mach doch selber, du blöde Kuh. Der sagte, boah. Mach ich. Das ist Regieren. Das könnt ihr, Frauen, das müsst ihr nämlich auch, weil wenn ihr im 9. Monat schwanger seid, dann lauft ihr nicht hinter einem Kaninchen her. Ihr grabt keinen Brunnen mehr. Ihr klettert auch nicht mehr auf den Apfelbaum. Ihr braucht jemanden, der das für euch tut. Das geht aber nicht, wenn du sagst, los, hol mir was zu futtern, sonst setzt es was. Dann sagt der, fick dich selber. Du kannst nur sagen, Schatz, dein Baby hat Hunger. Mach ich. Das ist Regieren. Jemanden mit einer Vision anstecken. Jemanden mit einer Idee anstecken und der ist dir sogar noch dankbar dafür. Dieser feminine Pool fehlt in der Welt. Wir haben keine Frauen mehr. Und es waren nicht etwa wir Männer, die sich diesen Mist ausgedacht haben. Es gibt ein Interview von Nicholas Rockefeller, einem Großbankier aus dem Jahr 1940, und er hat nicht damit gerechnet, dass das jemals veröffentlicht wird. Und er hat gesagt, es störte uns Großbanken immer kolossal, dass nur die Hälfte der Bevölkerung arbeiten geht und Steuern zahlt. Deswegen haben wir die Emanzipation erfunden. Jetzt glauben die Frauen, sie dürften arbeiten gehen und zahlen auch Steuern. Und wir haben den Zugriff auf die Erziehung der Kinder. Das Schlimme ist, das haben wir so gefressen, dass wenn du sagst, ich halte die Emanzipation für eine gefährliche Sache, du Nazi, was hast du denn für ein Frauenbild? Es geht doch gar nicht darum, dass die Frauen jetzt an den Herd gehen und die Beine breit machen oder was auch immer uns eingeredet wird. Es geht darum, dass der Yin-Pol ist und der Yang-Pol. So ähnlich wie zwei Magneten. Wenn du hier einen Pluspol hast und hier auch noch einen Pluspol, das geht nicht gut. Regieren bedeutet, den anderen mit einer Vision anstecken. Wir wissen, dass bei den olympischen Disziplinen zwischen weiblichen und männlichen Athleten unterschieden wird, weil die Männer vom Körperbau her meistens etwas leistungsfähiger sind als Frauen. Das heißt, Männer sind unter Umständen etwas kräftiger. Dafür können Männer nicht interpretieren,
nicht heilen, keine Kinder kriegen und erst recht nicht unbedingt Frieden stiften. Da kommen wir auch noch zu. Ein Mann wäre also in der Lage, innerhalb von einer Sekunde ein Gurkenglas zu öffnen. Knack! Eine Frau kann das in einer Sekunde unter Umständen nicht. Aber eine Frau wäre in der Lage, innerhalb von einer Sekunde 1000 Gurkengläser öffnen zu lassen. Sie braucht doch nur darum zu bitten. Und was machen die Männer? Die sagen, hier, bitteschön, das Marmeladenglas auch noch? Anerkennung ist die Droge, mit der die Welt regiert wird, mit der der Yin-Pol den Yang-Pol regiert. Und kein Yang beschwert sich darüber. Das ist ja der Grund, warum bei den Polizistinnen, bei dem Außendienst bei der Polizei idealerweise, wenn man den zur Verfügung hat, möglichst feminine Frauen eingestellt werden. Aus dem einfachen Grunde, weil ein noch so besoffener, aggressiver Randalierer einer hübschen Polizistin nicht das Nasenbein bricht. Der Yang-Pol kämpft niemals gegen den Yin-Pol. Das Problem ist nur, wenn wir nicht mehr kämpfen. Wer soll denn dann die schönen Waffen kaufen? Und dann hat unser Herrschersystem ein Problem. Es lebt nämlich davon, dass wir jeden Cent ausgeben, um uns etwas zurückzukaufen, was wir mal hatten. Frieden, Sexualität, Liebe, Sicherheit. Wir hatten das mal, wir waren mal Menschen. Und dann kommt dieses System und sagt, pass mal auf, du bist schuld, wenn du in der Nase bohrst, du bist schuld, wenn du dir am Sack kraulst, du bist schuld, wenn du nicht dich auf die Knie schmeißt und mich anflehst.